Und es gibt ein Highlight, Leute. Ich habe, wie jeder normale Mensch, saß ich bei Amazon und habe einfach gewartet, bis sie online war. Und wir spielen ab heute immer auf der PlayStation 5. Ganz toll, super. Bringt euch allen gar nichts. Ich habe eine gekriegt. Gibt es hier Leute, die auch eine gekriegt haben? Ich habe keine PlayStation 5 bekommen. Ich habe auch keine bekommen. Na, alles fit, ja. Sag mal, hat hier keiner eine PlayStation bekommen? Ich habe die wirklich auch nur bei. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde. Wer wird Millionär? Alle, die mitmachen, alle, die fleißig kommentieren, bei YouTube und auch bei Twitch jetzt gerade live, haben die Chance, einen Code zu gewinnen für das Spiel. Dann könnt ihr es selbst spielen. Genau. Ist übrigens sehr geil von Sony, du kannst wirklich, das muss man wirklich sagen, das ist wirklich, du machst die Fünfer an, kannst alles von der Vierer übertragen, Spiele, alles super gut. Leute, wie geil wäre es denn? Und da rastet man aus. Wenn es mich in dem Spiel gibt, dann schreibe ich mal den Programmierer an und sage, baller mal da Aaron, 22, Beruf, Kioskbesitzer, Hobby, dumm labern. Das wäre geil. Also komm, wir spielen. Aber wie denn wieder? Rum war so unsympathisch. Margarete. Ja, wir nehmen mal was Schönes. Margarete. Der andere war doch der Knaller da immer, wa? Der ist perfekt. Ich bin mein Gott. Rum ist wirklich ein Assi gewesen. Oh, guck mal, wir grüßen unsere Enkelkinder, den Lödi und den Ari. Ja, grüßt euch. Hallo, Margarete. So, Margarete, gib Gas. Ach, guck mal, es gibt, weil es nicht diesen Einzeljoker gibt, gibt es den Fragetauschen, falls wir zu doof sind. Okay. Ein dringendes Problem brennt auf den Lippen. Schraum? Nieten, Tübeln, Nägeln. Ach, brennt auf den Nägeln. Ein dringendes Problem brennt auf den Lippen. Nee, brennt mir doch. Lippen gibt's nicht. So, okay. Was sind Champignons und Filze? Filze. Aha, ich war schneller. Okay, womit kann man schießen? Schlüssel! Was? Ach, schießen! Das tut halt das. Schließen, mit einer Büchse kann man schießen. Hä, verstehe ich nicht. Warum kann man schießen mit einer Büchse? Ja, das nennen wir wie so einen alten Western. Boah, meine Büchse! Ach so, okay. Du, oh, nein! Ach so, hei, hei. Wo wird denn Wurscht? Ja, wirklich, wieder so gefettfingert. Das letzte Mal, als wir PlayStation gespielt haben, ist du bockig auf offline gegangen. Nein, will ich nicht. Was ist ein Advokant? Advokat steht da. Advokat. Ein Anwalt. Ja? Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht. A, habt ihr jetzt C geschrieben, oder? C. Okay, wobei handelt es sich um Gestein? Um ein Gestein. Puff, Knuff, Truff. Puff, Puff! Ich hab keine Ahnung. Was ist ein Gestein? C, die schreiben alle schon wieder. Die schreiben alle C und Tuff. Tuff, aber wir haben so, dann klemm ich mal bitte eh, was ein Gestein ist, ein Tuff. Was ist denn ein Tuff? Tuffstein. Okay, vielen Dank. Wer war der Headliner beim offiziellen Konzert der FIFA WM 2009? Shakira. Tamiya, Waka Waka, Tamiya. Leute, das brauchen wir. Da brauchen wir keine Hilfe. Wie viele Wochen liegen zwischen Ostern und Pfingsten? Oh, ich heute lesen. Wisst ihr, ob ich heute lesen habe? Ich habe nämlich eingegeben. Wie viele Wochen? Nee, Google, mach mir meinen Urlaub für 2021. Ich hätte jetzt auch gesagt 3 Wochen. Aber ich habe es heute wirklich gelesen, weil du kannst ja da über die Pfingstzeit mit 8 Tage Urlaub 16 haben. Ach so. Mit frei und was man nicht vergessen darf, Löde, war das heute 7 Wochen! Leute! Siehste C! Jetzt kommt die erst mit C! Wenn geil, 40 Credits! Wenn es so weitergeht, dann schalten wir Fußball nie frei. Komm, ich bin nur eine. Ich dann kommen wir noch eine Runde. Pablo. Komm, Minigolf. Minigolf. Hole in one. So, was kann man nicht reiten? Springpferd, Rennpferd, Kutschenpferd. Blumentopfpferd. Blumentopferde. Achso, Blumentopferde. Welche Nation schaffte auch? Welche Nationalmannschaft wird auch Clockwork Orange genannt? Niederlande? Wegen Orange, oder? Ja, muss ja denn sein, oder? Dann haben wir ja nicht Orange, oder? Türkei ist rot-weiß, Argentinien blau-weiß. Ja, gut, jetzt komm, kommen wir hoch. Komm, wir ballern jetzt mal durch, wir ballern jetzt mal durch. Was sorgt in der Sauna für einen Aufguss? Komm, ballern wir direkt durch, hopp. Okay, welches Gebäude wurde in der Bibel errichtet, weil man der Turm zu Babel? Und dann hat Gott, weil die wollten zu ihm hochbauen, ja, steht in der Bibel, und hat Gott gesagt, nee, das macht er nicht, und hat die Sprachen erfunden. Und dann konnten die Bauarbeiter nicht mehr miteinander reden, haben gesagt, ja, gehen wir nach Hause. Zusammengefasst, wirklich. Womit endete im Jahr 1969 ein Fußballspiel zwischen El Salvador und Honduras? Attentat, Krieg, Massenpanik, Spielerstreik. Publikum! Nein, Massenpanik! Doch, Publikum! Warum? Weil wir dumm sind. Du machst eine Panik. C, D, die schreiben doch alle C, D, B. Guck, B, Krieg. Der frühere Wohnsitz der Industriefamilie Krupp in Essen ist die Villa.
Kunterbunt. Ich hab keine Hang, Berg, Gipfel, Hügel. Der frühe Wohnsitz der Industriefirma Krupp in Essen ist die Villa. Die Hügel. Hügel. Sicher? Die schreiben, viele schreiben D, D, D. Okay, vielen Dank, dann nehmen wir das. Essen. Wie heißt also die traditionale Kopfbedeckung katholischer Geistlicher? Dreispitz, Birett. Also es ist entweder Dreispitz A oder B. Pickglaube ist Krieg, Barett ist auch irgendwas vom Barett Bund. Barett ist vom Bund? Ja, das heißt B oder? B oder A. Ich schreibe alle D. Ja. Ey, guck mal, die kommen ja auch nicht alle aus dem T. Birett oder Barett? Die schreiben B alle, okay. Ich war ein bisschen an. Du warst eben doch kurz angespannt. Ja, na kurz, aber weg. Vielleicht heißt es ja gleich. Welches Wort bedeutete früher allgemein Knoch, Arm, Bein, Kopf, Hand, Fuß? B, 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 Arm oder Fuß? B, 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 alle schreiben B. Was versteht man unter Favela? Zere, Wohngericht, Großstadtslamm. Das ist der Großstadtslamm. Ja, C. Da wohnt Ronald Schill, mit dem ich bei Promi-Baby drin war, in der Favela. Welches dieser souveränen Städte ist kein Mitglied des Staaten? Ist kein Mitglied des Weltfußballverbands FIFA. San Marino ist da. Andorra oder Liechtenstein? Nein, Liechtenstein. Andorra oder Liechtenstein? Ich würde Andorra denken. Deutschland, Monaco, aber Monaco stimmt. Monaco gibt es nur AS Monaco. Ich glaube, das gibt es nicht als Land. Die sagen auch alle C. Es gibt ja nur AS Monaco. Ich habe Monaco genommen. Wer ist jetzt Trainer dann beim AS Monaco? Kovac, oder? Naja, ein Deutscher, ja. Gut. Ja, aber ich glaube, da gibt's, spielen die dann auch so international. AS Monaco gegen Paris und morgen gegen Deutschland. Ganz sicher. Alleine drauf. Guck mal, wir haben eine Trophäe gekriegt. Der Pfad zum Ruhm. Das Fabeltier Greif ist eine Mischung aus Vogel und Hund. Pferd. Hund. Nein, der Greif ist Pferd. Hä? Das Fabeltier Greif ist eine Mischung aus Vogel und Löwe? Warum Löwe? Oder Stier, Wolf, Bär. Ich würde sagen Löwe. C, Wolf, Löwe. Ja, die schreiben auch alle Löwe. Oh, gut. Löwe, du Horst. 32, das ist ein neuer Rekord. Ja, oh, jetzt müssen wir... 64, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Jetzt brauchen wir den Chat nicht mehr, jetzt sind wir noch unser Wissen, weil jetzt... Hier ist die neue Frage. Die französische Senat sitzt im Paris de la France, de la Suisse, de Luxembourg, nee, de l'Écu. Ich habe keine Ahnung. Leute... Jetzt mal ohne Spaß, wie ist denn oh, wir haben jetzt aber auch mehr Zeit auf einmal. Komm, wir rufen mal jemanden an, oder? Wir rufen an, Männer, wir rufen an. Den rufen wir an. Was sagt dann? Sohn, Ehefrau, Schwester, wen ruft man an? Ich würde eher meine Enkel, nee, mein Sohn Theo. Allison, Enkeltochter. Aber die ist zu jung, die weiß nicht, die geht in die Schule, die ist 12. Vielleicht hat sie ja Französisch. Ruf mal die Allison an. Allison sagt C. Sie ist ja aber ganz sicher, weil die studiert gerade. Ja, hast du gut. Die war auch 2 Jahre in Frankreich. Hast du gut, top. So, welcher Spieler hat die meisten Weltmeisterschaftsspiele bestritten? Pelé, Diego Maradona, Lothar Matthäus oder Paolo Maldini? Ist das nicht Matthäus, weil der so viele WMs gespielt hat? Obwohl, Pelé hat ja auch, der wurde ja 2-3 Mal Weltmeister. Loda ist der Mann mit den meisten Spielen. Haben wir noch einen Joker? Nee, doch, Fragetauschen, aber wenn wir eine Fußballfrage tauschen, sind wir verloren. Ja. Ich bin für Matthäus, die sagen alle Pelé. Es ist Loda, oder der hat die meisten. Ich glaube nicht, Matthäus. Der hat doch nicht die meisten Weltmeisterschaftsspiele bestritten. Doch. Pelé war 400 Jahre da. Oh. Ja! 125! Wer war kein Reformator. Luther King, Martin Luther. Ich kenne, was ist Martin Luther da? Ja, Friedrich Spree. War das Calvin? Der war doch jeder der Dings, oder? Hier. In alten Zeiten, ja. Schreib mir mal lieber die Antwort hin. Wir haben noch 36 Sekunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. D. Ey, wenn es bei Wer wird mir ja so eine Frage in echt gewesen wäre. Ich wäre so aufgestellt. Alle sagen D. Wir haben eine Hand. Oh, die Millionenfrage. Letzte Frage. Oh, Männers, jetzt Chat. Welche Novelle erfasst Theodor Strom? Immersee, Bodensee, Ammersee, Wallensee. Immsee. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, C sagt Zocker, keine Ahnung, B, A. A für eine Million. Jetzt haben wir die Million. Achtung! Komm, Günni. Ja! Million. Zack! Oh, guck hier, freut sie die, weil. Ja, guck mal, rastet richtig auf. Opi denkt sich so, ich mache eine Kreuzfahrt. Jawohl. Jetzt haben wir aber Punkte und können vielleicht endlich Fußball freischalten. Geil, erstes Mal die Millionen. Sehr gut, Leute. Geil, mega. Ging natürlich auch nur mit euch. Ja. Boah, die Fragen müssen ihr lieber. Stell mal vor, ich wäre bei der Leiter auf dem Stuhl gewesen. Ich wäre mit 3,97 Euro. Ja. Günther Joch hätte mir eine Karte gegeben. Hier hast du A, B und C, weil du netter bist. Ab nach Hause. Aber hätten wir schon Sitzwand, also manche. Boah, stell dir mal vor, ich hätte das damals an Fragen gekriegt. Ich wäre so weg.
Ich wäre so weg gewesen. Leute, also wir haben jetzt für alle, die auf YouTube schauen, schreibt eure beste, knackigste Wer wird Millionär-Frage mal in die Kommentare. Die benutzen wir dann vielleicht auch für Aaron Weiß das. Und ihr könnt noch einen Code gewinnen. Der letzte Code von der letzten Wer wird Millionär-Folge. Da steht der Gewinner jetzt mit einem Kommentar von Rambazamba in der Videobeschreibung. Und hier auf Twitch ballern wir es jetzt natürlich auch raus. Meine Sendung kann man gar nicht sehen, Jürgen, gerade. Da ist RTL so ein bisschen dusselig, muss man sagen. Ja! Oh nein, ich weiß, was ist denn? Yeah. Was ist es denn? Ja, das sag ich dir doch jetzt. So, Komplementärfarbe von... Weil ganz auf der anderen Seite. Mann, keine Ahnung. Ja, wir machen das eh stopp. Ich hab den Kopf zu. Nein, nein, nein.